Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Wir sind hier oben jetzt. In letzter Part habe ich versucht darüber zu springen. Ich habe es zweimal nicht geschafft, auch nach der Aufnahme nicht nochmal. Und ich habe keine Ahnung, ob das Ding noch zerschießbar ist oder zerstörbar ist, weil ich habe es versucht mit meinen Pistolen zu zerschießen. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Wir können es vielleicht versuchen wegzuspringen, aber irgendwie sehe ich das nicht. Ich will jetzt auch nicht hier stundenlang irgendwas versuchen, was sowieso nicht klappt. Ich würde sagen, das hier runter jeten. Möchte mir auf dann soll ich hier rüber gehen? Aber muss ich erstmal wieder runterklettern, ne? Ich sehe auch gerade, dass wir 4 Granaten am Rücken haben. Das ist ganz cool. Ach Junge, willst du mich verarschen? Wie soll ich denn sonst runterkommen? Achso, ich hätte hier runterlaufen sollen. Na egal, den Schaden muss ich jetzt wohl hinnehmen. Ich tippe mal auf, dass wir das andere Ding machen müssen. Jetzt kommen natürlich die Katzen jetzt nochmal. Genau, dann können wir nämlich jetzt wieder den gleichen Weg hochgehen. Obwohl, wir können doch eigentlich hier lang, oder? Klappt das? Oder kann ich hier nicht hoch? Ich kann hier nicht hoch, ne? Natürlich komme ich hier nicht. Warum soll ich hier auch hoch können? Was soll ich mit dir? Nein, nicht das. Einfach da in der Mitte hoch. Kann ich hier vielleicht noch was tun? Das Schieben, Ziehen, Drücken? Nö, wahrscheinlich ist es einfach nur, um die Laser hier umzuleiten. Nein, ach meine Güte, ey. Lara, beruhig dich. So, ich habe jetzt gelernt, am besten ranspringen, dann landet man gerade dran, kann ich Sprung besser machen. Hier muss ich nichts drücken. Ich habe immer Punch E und irgendwas anderes gedrückt, aber eigentlich braucht man das gar nicht. Dann hier einmal rüber. Ich hätte irgendwie Angst, durch diese Laseraugen zu gehen, aber das ist dem Spiel anscheinend auch egal. Warum auch immer das eine höher ist als das andere, also das hier und da. Warum ich damit nicht da rankomme, warum auch immer ich da nicht rankommen sollte. Also ich denke mal, da wird irgendwie, keine Ahnung, Silber oder ein Gold-Secret hinter sein, aber ich habe halt keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und ich merke auch gerade, dass das vielleicht gar nicht so die beste Idee ist, hier hinzukommen. Okay, das hilft mir gerade absolut nicht weiter. Wir versuchen diesen Sprung zu wagen. Aber ob mir es hilft? Ich glaube nicht. Nice, tötet mich. Nice. Dann muss ich vermutlich alles nochmal neu machen, oder? Genau, wir sehen uns wieder. Okay, ich habe es auf den klugen Weg gemacht, nämlich nicht einfach runtergesprungen bin. Ich versuche jetzt nochmal das Ding hier raufzulegen. Vielleicht passiert dann was Lustiges, was mir hilft. Vielleicht aber auch gar nicht. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracocha Stab. Ja, das kennen wir alle schon, danke Lara. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Ich kann es skippen. Der Schamane Merlin und der Stab, das Schwert von König Arthur. Aber das hilft mir nicht weiter, weil ich dann ja trotzdem nicht rüberkomme. Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Das stimmt. Reiner Zufall ist ein komischer Name für ein Schwert. Okay, damit fahre ich das aus. Das ist ja schon mal richtig. Jetzt muss ich nur irgendwie da rüberkommen. Du siehst irgendwie verdächtig aus, wenn ich ehrlich bin. Ach Mist, jetzt habe ich damit geschossen. Ich wollte einfach mit der Pistole schießen. Okay, ich kann hier nichts tun. Okay. Ich kann hier hochgehen, was mir wahrscheinlich nichts bringt. Ich kann auf der Seite hochgehen, was mir aktuell auch nicht so viel bringt. Also das da fällt mir nur ins Auge. Ich weiß nicht, wofür es ist. Ich kann eine Granate hinwerfen. Vielleicht klappt das. Will ich eine Granate wasten? Ich weiß nicht davon. Sieht auf jeden Fall böse noch Endgegner aus. Und ja. Hilft mir das weiter, wenn ich das hier wieder wegfahre? Und das einfach hier in der Mitte rauflege? Habe ich dann davon einen positiven Effekt, dass was anderes dann aktiviert wird? Das hilft mir aktuell nicht so viel weiter, muss ich gestehen. Also das hilft mir gar nicht. Also ich würde sagen, dass ich irgendwie von da aus da ran soll. Moment, du sollst ja stehen bleiben, ne? Genau. Und dich lasse ich dann aus, weil dich brauche ich erst am Ende.
Und ich hoffe dann, dass du mich dann da irgendwie lang lässt. Sollen das eigentlich Spinnfäden sein, die ja immer wieder hin und her gezogen werden? Weil es ist irgendwie nicht so cool, wenn die die ganze Zeit da auf und zu fahren, weil irgendwie die sind ja nicht mehr so fest, wenn sie an einmal abgerissen sind. Ich habe Angst, dass ich da zu weit fliege, oder das heißt zu weit, dass ich einfach falsch fliege. Was soll ich da oben mit? Will ich versuchen, aber ich kam da ja nicht hin. Will ich eine Granate für Waste eigentlich nicht? Moment, das leuchtet. Da sehe ich was leuchten. Vielleicht ist das relevant. Ja, du sollst schon runtergehen. Natürlich. Sonst lässt sich immer fallen. Jetzt denkst du so, sterben, warum nicht? Wir sehen uns gleich wieder. Also das ist wirklich schlecht. Hier hätte ich wirklich gerne Safe States. So. Jetzt bin ich hier unten wieder. Ich habe einen dummen Fehler gemacht und bin hier runtergefallen. Wie funktioniert das nochmal? Muss ich das machen mit meinem Fernglas? Das lässt sich sicher bewegen. Okay, ich muss das ganze Ding bewegen. Ah, okay. Oder? Und du? Ja, aber wie? Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. Hier komme ich nicht weiter. Komme ich hier hoch? Oh, nicht. Okay. Wie benutze ich denn meinen Magnethaken? Ausrüstung. Magnethaken. Ja, gib. Gibt es dafür irgendeine Taste? Also ich bin der Meinung, das kam nochmal dieses blaue Symbol mit E oder sowas. Oder mit Leertaste uns da mal drücken. Okay. Es hilft mir nicht so weiter. Also ich bin hier wieder runtergehopst und es hat mir nicht geholfen, so. Da passiert nichts, ich bin nicht schwer genug. Wir könnten... Was können wir versuchen? Eigentlich nichts, ne? Der Sprung ist zu weit, da oben ist irgendwas Interessantes. Hier sehe ich ein leuchtendes Ding, wo Lara sagt, hey, das könnte ich bewegen. Aber sie lässt mich nicht bewegen. Okay, es ist doch nur das Ding da oben. Sieht irgendwie aus wie ein Schatz für mich. Okay, haben wir noch was anderes? Gescannt habe ich ja anscheinend schon alles, oder? Das ist ein Mechanismus. Achso, ne, die habe ich ja schon. Sich sicher bewegen. Wenn mich nicht alles täuscht, lässt sich das bewegen. Ja, hast du recht. Warum kann ich das jetzt gerne was anderes nicht? Okay. Aber was ist mit dir? Du musst ja irgendwas tun. Ich habe schon wieder geschossen, was ich gar nicht wollte mit der Waffe. Okay, da oben ist auch eine Kugel drin. Die brauchen wir wahrscheinlich, um das hier fertig zu machen. Das heißt, das ist irrelevant, aber ich muss doch dann hier mit meinem Magnethaken was machen können. Und irgendwie hier rauf? Okay, könnte ich versuchen, aber ich stelle mir so wie gerade alles ein bisschen komisch vor. Hier geht's auch nicht hoch. Hier unten kriege ich auch nichts hin. Also ich will diese Kugel haben. Dafür muss ich das Ding da rausziehen, was ich nicht hinbekomme. Dann wird das hier oben nichts helfen, weil da oben ist ja kein... Da oben könnte vielleicht ein Schatz sein. Aber ansonsten ist da keine Kugel, die ich brauche. Man könnte da oben an diese Dinger irgendwas vielleicht machen. Muss wahrscheinlich dahin, aber wie soll ich den Weg von hier nach da machen? Also ich würde ja testen, ob ich da irgendwie springen kann. Problem ist halt einfach nur, du bist dann halt tot und dann musst du alles neu machen. Ich könnte versuchen, nochmal händisch zu speichern. Ob mir das hilft, weiß ich nicht. Also ich kann ja versuchen, hier mal speichern. Neuer Spielstand. Ja, speichern erfolgreich, danke. Okay, hier sterbe ich. Gucken wir mal, wo wir landen. Okay, wir landen wieder genau hier.
Ich bin überfragt. Es hilft mir auch nichts, wenn die wieder eingefahren werden. Also, ich sehe halt, dass da oben offen ist. Mit dem würden wir wahrscheinlich hier rankommen, das Ding umreißen können wahrscheinlich, um die letzte Kugel freizulegen. Ich sehe aber nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich kann eine Granate hinwerfen. Dann kann ich das hier ziehen, schieben, irgendwas? Also das wäre relativ dumm, weil das halt echt... ja... groß ist. Gut, ich würde sagen, Cut und ich mache wieder alles so wie vorher. So, jetzt bin ich hier oben. Ich habe vielleicht eine Idee. Ich nehme das Ding. Okay, es hilft mir nicht weiter. Ich dachte vielleicht... Achso, mal doch das hier scannen vielleicht? Nö. Das lässt sich sicher bewegen. Das auch. Okay, aber das hier... Ich dachte, wenn ich das hier scanne, kriege ich vielleicht irgendwas. Aber ich krieg's nicht. Ja. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe die zweite Kugel jetzt runtergeschmissen schon. Sie liegt jetzt noch auf dem anderen Ding. Und... sonst habe ich keinerlei Ahnung, was ich hier vielleicht tun könnte. Es ist nämlich alles ziemlich dunkel hier. Moment, ich kann meine Lampe mal machen. Hilft mir das weiter? Nein. Ich kann hier in die Mitte springen, das weiß ich ja schon. Das hilft mir nicht, da ist auch eine unsichtbare Wand. Von hier komme ich wieder zurück in die Mitte, ohne dass ich Fallschirme bekomme. Da komme ich jetzt irgendwie nicht hin. Warum auch immer. Ich habe hier auch nichts irgendwie zum Festhalten. Da drüben sehe ich auch nichts, wo ich irgendwie hin sollte. Also ich glaube... dass ich dahin soll, hilft mir gar nicht weiter. Das auch nur den Laser anzumachen. Ich muss irgendwas mit diesem... ja. Wahrscheinlich magnetischen Platten-Ding da machen. Aber was? Frag mich nicht. Das erklärt mir das Spiel irgendwie nicht. Ich muss sagen, die Rätsel an sich verstehe ich wirklich nicht gut. Und ich finde sie auch irgendwie schwer. Weil einfach wenig erklärt wird. Also... was ist überhaupt mein Ziel? Das Ding. Also, ja klar, ich weiß, was mein Ziel ist, aber was soll ich hiermit machen? Also hier ist das Ding, da leuchtet. Ich habe es gescannt, es lässt sich nicht sicher bewegen. Ich kann es noch nicht machen. Und jetzt? Der einzige Weg, den ich da sehe, ist da oben. Da komme ich nicht hin, weil ich in den Tod stürze. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht anklicken könnte oder so? Könnte ich es irgendwie mit E anfassen? Nee, auch nicht. Okay. Ich sehe da auch nichts zum Klettern oder so. Vielleicht können wir in der Mitte rüber, aber ich weiß nicht, ob das hilft. Ich weiß nicht, ob mir jetzt einfach ein Movement fehlt oder sowas. Oder hier eine Bewegungstaste. Ich würde sagen, ich gucke kurz in den Einstellungen. Wenn ich es finde, gucke ich im Internet. Es ist Magnethaken mit Q. Klar. Wusste ich. Dann machen wir das. Okay, eh drücken. Oh, die schöne Statue. Sie war hübsch, aber im Weg. Jetzt ist halt die Frage, ob ich mit dem Ding da oben noch was tun kann. Weil es sieht schon echt auffällig aus. Also muss ich sagen, das war komplett mein Fehler, dass ich einfach nicht mehr wusste, dass ich Magnethaken mit Q mache. Das ist komplett dumm gewesen. Und ansonsten geht das Rätsel. Also man muss halt das Ding irgendwie finden. Das kann man schnell übersehen, muss ich sagen. Aber grundsätzlich ist das in Ordnung. Vielleicht kann ich hier auch den Magnethaken benutzen, weil ich krieg ja kein Symbol dafür, dass ich ihn benutzen könnte. Das ist ja. Ich bin da nicht hingegangen. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rattlet in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara.
Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Ja, okay, jetzt verstehe, was ich tun soll. Sorry, ich war abgelenkt und hatte Anaya kurz verloren. Aber sie ist vorerst in Sicherheit. Ist schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen. Kann ich den Weg jetzt sogar mal zurückgehen? Ich glaube schon. Nee, in die Richtung bitte springen, Lara. Ich will kurz gucken, ob der Magnethaken hier funktioniert. Weil das wollte ich ja eben gerade schon mal, bevor ich da zu dem Boss gehen wollte, aber es hat nicht geklappt. Kann ich irgendwie zielen mit dem Ding? Nee. Kann ich in der Luft das machen? Also ich kann es mal, das ist einfach nur ziemlich buggy. Okay, das bringt mir nichts. Das heißt, wir gehen aber den normalen Weg hier lang. Einmal runterrutschen. Dann einmal hier hinmädeln. Hier hoch. Hier rüber. Also dieser Raum, den hätte man weit auch schon. Man könnte einfach weiß, was man tun soll. Ich wusste nur leider nicht. Okay, kann sein, dass ich da wieder nochmal zurückgehen kann oder so. Oh Gott, ey. Es könnte hinter mir natürlich irgendwas sein, wo ich hingehen könnte, um zu dem Loch in der Wand zu kommen. Nur was will ich eigentlich gerade nicht unbedingt suchen. Bisher schießen ja nicht auf mich, das ist gut. Kann ich hier einfach rausgehen? Nee. Okay, dann Lara zur Seite bitte, danke. Nee, hier würde ich auch nicht weiterkommen. Aber ich kam da lang. Moment, das ist falsch. Wir müssen wahrscheinlich erstmal hier hin. Ich kann nicht sehen. Du? Ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ihr Glück. Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Das Knie nicht das Haar. Ich bin nicht gestolpert. Und ich war nicht zu blöd, das von der Seil festzuhalten. Es war nass. Ich weiß nicht, wie sie ohne Seil hier runtergekommen ist. Über diese glitschigen Felsen und... Okay, es funktioniert hier nicht. Vielleicht kann ich mich mit dem Seil hier ranschwingen. Ich weiß nicht, ob ich es testen will. Eigentlich nicht. So sehr interessieren wir es doch nicht. Dann nehmen wir mal G. Okay, ja, es war sogar schon richtig. Ich muss ja einfach nur runterrutschen. Okay, ich glaube, ich habe keine APV. Ich habe mich trotzdem. Ja, lad nach. Danke. Liegt's noch da? Nee. Okay. Man nimmt dann nur mit, was man sowieso schon hat. Also was man auch mitnehmen könnte. Ich höre nichts mehr von Ihnen. Ja, wie war es nochmal im K, war es, wer was Granaten haben, oder? Okay, da sind die hergekommen, das ist ganz cool. Dann können wir dann mich wieder raus. Hier war noch was, Munition. Von dem ist weg. Ich hoffe mal, das Level ist gleich vorbei. Dann können wir nämlich hier schön den Part beenden.
Warte mal, soll ich einfach hier ran oder was? Okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiter nach oben. Ich wollte eigentlich nicht runterrutschen, aber danke, Spiel. So. Kontrollpunkt erreicht. Theoretisch könnte ich es ausmachen, aber ich hoffe mal, dass es einfach gleich vorbei ist. Okay, ich wollte gerade sagen, Lara will da nicht hoch. Und jetzt einmal hier ranhopsen. Eine schöne Metallleiter hier. Hier sind wir überall durchgetaucht, ne? Das Tauchen ging tatsächlich schneller. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis ich nachgeladen habe. Okay, hier kann ich gar nicht schwingen, hier ist so direkt nach oben klettern. Moment, achso, ich soll nach oben, ganz oben. Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Genau, das Ding hat einfach nicht getroffen. Au. Sid, hast du Anaya noch in der Leitung? Ja. Sie soll sich unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Müssen wir ziehen. Weil heute auch nicht so viel passiert ist. Okay, das war komisch. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto vielleicht gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toro Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Okay, ich habe Sachen freigeschaltet. Uns fehlen 2, 3, 4, 5 Schätze. Sagen weiter, Schwierigkeit. Neues, nettes Outfit. Dann lassen wir noch kurz laden. Sag mal, was genau ist bei deinem letzten Treffen mit Takamoto passiert? Er wollte gefälschte Relikte der Asuka-Periode verkaufen. Und gesunder Menschenverstand funktioniert bei den Yakuza nicht. Aber du hast ihn laufen lassen. Und jetzt kann er mir vielleicht weiterhelfen. Tja, was will ich mehr? Okay, dann würde ich sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.